Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, hier unser kleiner Unimog ist noch mit dem Schwader unterwegs. Das sieht doch ganz gut aus, was er hier fabriziert. Der hier auf der 13, genau, geht jetzt in das Nachgewende. Ja, von 44 ist noch fleißig beim Mähen. Weiß ich, ist auch noch gut dabei. Ja. Mein Fail-Feld hier ist auch dann bald mal fertig. 46 mit dem See funktioniert auch einwandfrei, also nichts zu meckern. Er ist auf der 39 gleich fertig. 39. Dann schicken wir ihn zu 4. Sieht die Düngemap eigentlich aus? Ja, so langsam wird's. Aber sind trotzdem noch immer Felder dabei, die ich noch nicht einmal gedüngt habe. Er geht jetzt hier gleich ins Nachgewende. Zieht dann einmal die Kanten sauber ab. Da kann hier schon eigentlich als nächster Schritt die Presse dann irgendwann mal kommen. Wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich ganz große Ballen presse, weil ich habe, glaube ich, die Mod hier drauf, bei der ich die Ballenkapazität ändern kann. Oder ob wir Standardballen machen. Aber größere Ballen ist besser fürs Sammeln und bis sammeln und wickeln, weil wir dann mehr Platz dazwischen haben. Mal gucken. Vielleicht fangen wir diesen Grasschnitt auch erstmal mit doppelt so großen Ballen an, also mit 8000er Ballen. Mal gucken, wie sich das verhält. Rumpelige Kante hier, ne? Könnte für die Ballenpresse ein wenig lustig sein. Mal gucken.
Gucken wir hier oben, das in der Kurve ist. Ich hoffe, der knallt gleich nicht ins Gebäude dann da drüben mit seinem beim Schwaden bei dem letzten. Bei der letzten Bahn. Gucken wir mal kurz bei den anderen einmal rein. Ja, der macht gerade vorletzte, das ist nachgewendet, vorletzte Bahn. Der immer noch auf dem Feld rein. Ja, der braucht noch eine Weile. Dafür ist er hier gleich wieder fertig. So, nochmal nachgucken. Ich glaube 29 und 28, ne? 29. Genau, das heißt, er fährt jetzt um 29 gleich weiter. Das brauchen wir nicht mehr. Also einmal bitte zu 29. Er ist auch im Nachgewende. Er ist auch fast fertig hier schon. Das ist auch letzte Bahn. Geht alles voran hier. So, der kann dann auf jeden Fall zur 30 weiterfahren und da schon mal schwaden. Ja, mit dem Gebäude sollte das aber auch passen, wenn ich mir so den Feldrand angucke und den Schwader, das sollte passen. Lass mal den mal hier fertig arbeiten. Können wir jetzt nämlich hier ihn schon mal übernehmen. Einen Kurs bitte auf 29. Genau, das lassen wir alles so. Und du fängst bitte am ersten Wegpunkt an. Dankeschön. Jetzt gleich fertig. Na, wer wird zuerst fertig? Ich glaube, der Schwader wird zuerst fertig.
Na ja, komm. Zieh durch, Junge. Wobei 18, ich glaube, du kannst eh nicht schneller als 18, ne? Egal ob Unimog davor oder Traktor. Ich glaube, der Schwader kann nur 18. Ja, hier am Rand bleibt jetzt ein bisschen was liegen, aber das liegt am Boden selber. Der Schwader kann es halt nicht aufnehmen. Aber ja, zur Not fährt man per Hand mit der Presse da nochmal rüber, oder ist es auch egal, das bringt euch auch nicht um. Abfahren lassen, den Kurs haben wir gespeichert, das heißt, ich kann den rausnehmen. Und den guten zur 30 schicken. Na, die 39 wird jetzt als nächstes fertig, oder? 39. Ja, ich denke, ich denke. Das gibt ja nochmal gut Schotter. Vielleicht können wir ja an diesem Ingame-Tag tatsächlich noch die Brückenbaustelle anfangen. Ist gleich angekommen. Na? Na, so langsam ist es doch mal fertig werden. 39 fertig, danke schön. Und 42.000 für die Tasche und du fährst zur 4. Ach, Feld 4. Ja, war Feld 4 nicht das, wo ich noch mal gucken musste, warum man da keinen Weg hin findet? Nö. Okay. Hatte ich wahrscheinlich repariert. Bereits 59 ist auch fertig. Nice. So, was hatten wir denn noch an kleinen Aufgaben? 53, 54 ist doch auch hier.
Ah, ja. Ah, lassen wir mal die 54 machen, glaube ich. Ja, wir lassen die 54 machen. So. Na, wird die 13 auch noch fertig in dieser Folge? Glaube nicht. Mit der Wende. Ja, machen wir nächste Folge. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und ciao, ciao.